Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront. Ja, ich bin der Onkel und wieder mit dabei ist der liebe Revano. Ja, hallo zusammen. Hallo, Schwester. Ja, genau. Und ja, ich hatte zwischendurch, weil der Revano hat mich ja besucht und da wusste man mit unserer Zeit nichts anzufangen. Und da habe ich zwischendurch mal ein bisschen gezockt. Ich habe jetzt hier zu sagen, ich zeige es nur schnell, weil Revano kann sich bei sich jetzt gerade nicht zeigen. Und zwar habe ich freigeschalten, ganz kurz, dass ihr seht. Hier habe ich mir diese ganzen Sachen, könnt ihr ja durchlesen, könnt ihr Pause drücken, könnt ihr durchlesen, diese ganzen Sachen freigeschalten. Dann von den Waffen habe ich mir die drei freigeschalten hier. Und das Aussehen halt von dem, dass es so aussieht, so. Und das gleiche beim Imperium. Ja, genau, das sieht auch so aus. Und dann halt die eine Emotes da. Naja. So, aber mehr habe ich nicht gemacht. Und jetzt wollen wir ja, jetzt geht es nämlich auf in den Multiplayer, meine lieben Freunde. Mission haben wir ja alle fertig. Überleben, Training. Und jetzt geht es in den Multiplayer. Und wir fangen von oben an. Und zwar mit Vorherrschaft. Vertreibt den Feind in einem gnadenlosen Kampf von dem Planeten. Okay, Vorherrschaft, keine Ahnung. Ja, jetzt die Modi. Muss ich das auch anklicken oder reicht das, wenn du das machst? Reicht, wenn ich das mache. Hast du wieder alles vergessen, okay, oder? Ich wollte nur sagen, meine lieben Freunde, dieses Schlag von Jakku wird noch runtergeladen bei mir. Das kommt dann hinterher noch dazu. Dann haben wir noch ein paar neue Missionen dazu. Und bald kommt dann noch der Season Pass dazu. Aber es dauert ja auch noch, bis die Sachen da freigeschalten werden. Aber schon mal haben, ist ja schon mal gut. Wir haben uns entschieden, den Season Pass zu holen. Weil es ist einfach das Spiel einfach mega Spaß macht. Weltraum. So, wir sind, warum Weltraum? Du versuchst Spielinhalte zu spielen, die du nicht besitzt, auf derzeit keinen Zugriff hast. Bitte überprüfe die Verfügbarkeit im Store, ich kann dir nicht beitreten. Ah, oh, weil genau jetzt das wieder, genau diese Map hat. Hm. Verdammt, gehst du nochmal raus? Ach, Hauptspiel, Entschuldigung, ja, ich mach Vorherrschaft. Du bist doch wieder im Menü, ne? Jo, ich bin wieder im Menü. Jetzt kannst du gleich wieder, okay, Entschuldigung. Ich hätte das ausschalten müssen mit dem Kampf um Jakku und jetzt ist normal das Hauptspiel, habe ich jetzt angewählt. Kann man dann da hört das auf, ja. Wählen. Und sobald Jakku dabei ist, liebe Freunde, dann geht's natürlich nach Jakku. Möchte ich natürlich auch sehen. Das ist die Filmlandschaft, ne? Genau, von dem ersten Planeten. So, wie sieht's aus? Da ist auch Revano, ja, und auch in meinem Team. Auch in meinem Team, meine lieben Freunde. Oh, oh, endlich Multiplayer, Imperium. Endlich geil. Multiplayer. Wo wir hier gezockt haben, habe ich ganz schön abgekackt, muss ich sagen. Ja, jetzt setze bin ich ja alle dabei. Können wir uns nicht einen Partner wählen, sodass ich zu dir komme, wenn ich mich sterbe oder so, geht das? Na, bist du doch. Da tust du jetzt also automatisch, ne? Ah, super. Du musst dann halt Dreieck oder Viereck, du musst du lesen, wenn du stirbst. Ja, kennen wir ja. Bobas Jetpack ist explosiv und schadensanfällig. Wird er stark beschädigt, funktioniert er nicht mehr. Achso, da wollten sie Außenposten Beta, was? Hab ich auch noch nicht, haben wir auch noch nicht gespielt, ne? Während du. Ach, das ist doch Hoth, ne? Oder ist das wieder was ganz anderes? Ich bin echt gespannt, so. Das sind ja neue Maps dabei. Oh, da bin ich. Die Granate und da haben wir das und die Waffe. Ich spiele einfach mal mit der hier, mit dem Blaster. So, los geht's. Erobere den feindlichen Kontrollpunkt, um den Feind zurückzudrängen. Verhindere das. Ich glaube, das ist das, was wir in der Demo gespielt haben. Jo. Genau, Vorherrschaft. Partnerstart, ich bin da. Alter, oh, ich bin da und ich sehe gleich einen Onkel, wie er in die Luft flattert. So, wir sind Imperium, ne? Jawolle. Endlich können wir wieder ballern und zocken. Ah, wir haben uns den Film angeguckt und danach habe ich sofort Lust auf Star Wars gehabt. Ist einfach so. Das zwingt einen förmlich, zock Star Wars. Richtig. Ist das richtig? Ja. Also war unendlich geil, der Film. Also ich freue mich schon auf Episode 8. Ja, aber wir werden euch nichts davon erzählen. Und bitte auch in den Kommentaren. Aber ich denke mal, jeder hat ja schon geguckt. Und bitte auch in den Kommentaren nichts schreiben vom Spiel, genau. Von dem Film. Ah, ich komme mit, Onkel. Aber wir haben hier so rote Punkte zum Erobern, auch nicht schlecht. Ja. Aber ich folge dir jetzt erstmal. Ja, du bist erstmal hin. Oh. Ah! Fuck, bleib mal leben. Ah, okay. Bin direkt der Schreibe nächste, dir nicht der so, oder was noch ist. Hättest du nicht sagen können, da ist einer? Hättest du? Wir verlieren einen Kontrollpunkt. Warte, ich hab hier ein Dings. Boah, stirbt! Jawohl, geheadshottet! Alter! Der hat ja noch eine Granate geworfen auf mich, der Sack. Was ist eigentlich mit dir los? Wo ist mein Team? Wo ist mein Teampartner? Das ist ja Wahnsinn. Ich war schon auf der Welt. Und keine Ahnung, du bist ja nicht. Ich war schon auf der Welt. Ich wurde geboren und da bin ich. Ich habe so eine super Detonal-Explosionsgranate im Inventar. Okay, die sind so ein bisschen haben die zurückgeschraubt hier mit diesem. Naja, allgemein alles. Also ist auf jeden Fall ausgeglichen, also balanced, ne, wie man das so schön nennt.
Weil die waren ja in der Demo, waren die übertrieben stark, die Jungs hier. Oh, was ist denn hier los? Ach, so ein Automatikgeschütz, so ein Drecksack. Ich wollte schon sagen, wo steht denn da einer? Wir haben Verluste. Wir sind durchgebrochen und haben einen Kontrollpunkt erobert. Ich werde mir gleich auf jeden Fall mal so einen AT-AT-Roboter besorgen. Da ist noch so ein Luftgeschütz. Ah, da hinten. Ah. Jingle Bell. Da denke ich sofort, wenn hier Schnee liegt, ja, bei uns so zur Zeit gibt es ja keinen Schnee. Und ja, winterloses Schnee ist es hier. Aber hier ist wenigstens Schnee auf dem Planeten. Ist hinter mir? Ach, du bist vor mir. Hm. Da steht einer am Geschütz. Oh, ah. Oh, da kommt die Granate des Lebens und ich hoffe, Multiplizierungsexplosion. Doch, ich habe 2 Stück getötet. Ungeschützt. Geil. Ich komm zu dir. Porte dich zu Partner. Ich bin hinter dir, jo. Ey, ich häng fest. So. Meins. Boah, ist das geil, die Grafik. Oh, ich liebe es. Ja, wo ist er denn? Achtung, hinter uns. Jawohl, Gegner besiegt. Guck mal, ich bin im Fallen, habe ich den noch getötet. Das ist so gut. Warte mal, blau ist unseres, ne? Ja. Okay, wir müssen also zu Rot. Ja, blau ist nicht unser, sondern blau sind Missionen zum Beispiel, wo wir verteidigen müssen. Rot ist immer einnehmen und blau ist, da müssen wir daneben stehen und einfach aufpassen. Achtung, da sitzt einer im Geschütz. Achtung, da sitzen mehrere im Geschütz. Wo bist du? Oh Mann, ey, ich bin ja echt ein guter Schütze. Was ist denn hier los? Wo bist denn du? Ja, hinter dir. Alter, ihr schießt überall her und was machst du? Ja, ich auch, aber das sind 5 und wir sind nur alleine. Sagt uns das? Oh, da rennt ein Luke Skywalker rum. Aufpassen. Oh, ich habe 5 Kills getötet, habe eine Herausforderung bekommen. Du hast 5 Kills getötet? Mhm. Ja, 5 Leute gekillt. Ich bin hinter dir, Achtung. Ja, der Onkel ballert erstmal. Guck mal, da oben der Sternzerstörer. Da finde ich mich gleich wieder im Universum hier. Ich helfe dir mal. Stirb! Mann! Da schießt du die ganze Zeit. Ja, du musst was sagen, von wo? Naja. Alles gut. Ich sag dann immer 12 Uhr, 1 Uhr, 3 Uhr. Nee, 1, rechts 6. Und links reicht schon. Okay. Geradeaus. Ja! Aber ich habe nicht getötet. Ich war nur Beihilfe. Beihilfe zum Mord. Aua! Die hat uns alle gekillt mit der Scheißgranate. Bist auch tot? Ich bin hinter dir. Hallo. Ich brauche auf jeden Fall bald Granaten. Und wenn ich keine Granate bekomme, kann ich nicht zocken. Das ist für mich das Schlimmste überhaupt. Ich bin doch so der Granatenmann. Wir haben doch gar keinen ordentlichen Beitrag geleistet hier für unseren Kampf. Wir haben ein paar getötet, aber wir haben weder was eingenommen, noch haben wir versucht, das einzunehmen. Rang 7 erreicht. Oh, und Niederlage. Wundervoll. Als Imperator haben wir... Oh, Ivano ist das schlechter als ich. Wie toll ist das denn? Ja, 5 Kills. 2 Kills weniger. Nee, Quatsch. Doch, 2. Ne, du hast auch 5 Kills gehabt. Ich bin öfters gestorben. Ja, es macht nichts. Ich brauche die Granaten, weißt du? Da sind immer so viele Massen und wenn ich nichts werfen kann, das ist scheiße. Aber ich glaube, ich steige jetzt ein Level auf, oder? Oder? Komm. Dann kriegst du trotzdem Geld. Und dann kannst du gucken, ob du es dir gucken kannst. Ja, ich brauche nur eine Granate. Rang 2 bin ich. Weißt du, ob das reicht für eine Granate? Müsst du gucken. Naja, ich bin noch im Ladebildschirm hier. Ich habe bekommen 585 Credits. Oh yeah, ich fühle mich jetzt schon millionärhaft. Freischaltung. Du bist aufgestiegen. Neue Sternkarten sind geöffnet. Der Freischaltung, um die anzusehen. Freischaltung. Neue Objekte sind verfügbar. Aha. So, ich guck mal ganz schnell. Neuer Sternkartentyp verfügbar. Du kannst jetzt Karten für deinen oberen Slot erhalten. Ah, geil. Das sind jetzt diese da unten. Okay. Mhm. Für diesen goldenen Kartenslot. Und ich habe hier irgendwie neue Sachen freigeschalten. Neues Aussehen. Okay, brauch ich nicht. Ich hab nur eine Granate, kann ich mir kaufen. Mehr habe ich nicht zur Auswahl. Gut, dann breite ich mal bei. Dann dreh dich mal bei. Jetzt immer. Was? Aussehen. Oh, Partner. Wie geil. Achso, geht schon los, oder was? Warum bin ich. Oh nein, du bist nicht bei mir. Hm. Wieso das denn? Kann ich nicht wechseln? Bist du im Spiel bei mir? Ich bin jetzt Partner starten. Wer ist denn mein Partner? Doch, ich bin noch hinter dir. Nee, bist du nicht. Doch, ich sehe dich doch. Du stehst direkt vor mir.
du bist. Oh. Das bist du, dein Stellpartner ist hier drüben irgendwo. Nee, also ich, mein Spiel, wenn du guckst, du rennst gerade, du bist. Da ja, steht du bist nicht mit mir, du bist nicht mit mir im Partner-Dings. Doch, du wirst ja angezeigt als mein Partner. Echt? Bei mir wir, sind jetzt, wir sind jetzt Rebellen, ne? Naja, bei mir wird vorne der Royal gedöhnt. Okay, komisch. Weil du bist bei mir gerade angezeigt. Aua. Yeah, granatisch praktisch gut. So, wenn ich jetzt nämlich gucke, ich tue bei dem Royal raus. Nicht bei dir, mein Freund. Aber ja, ich hab's eingetötet. Das ist echt schade jetzt eigentlich so ein bisschen. Alter! Ich hab doch diese. Ach, die habe ich rausgenommen. Ach, die wollen mich doch verarschen, ey. Ist der denn in diesem komischen Turm da Godzilla oder was? Also ich komme bei dir raus, wenn ich auf Partner drücke. Ich lande direkt bei dir. Oh, der hat mich weggesniped. Der hat mich weggesniped. Erober den Kontrollpunkt, okay. Mach ich das. Wo kann man nochmal hüpfen? X, ne? Ja, ja. X-Wheel. Okay, ich sehe dich. Ich bin hinter dir. Halt auf jeden Fall die Stellung. Und werde dich mit meinem Leben beschützen. Ja, wie du das tust. Oh, Leute, Leute. Oh Mann, oh Mann. Partner, ich komme immer direkt bei dir raus. Ja, wieso? Ich verstehe das auch nicht, was du da wieder aktiviert hast. Haha. Achtung, ATST, vorne! Granate! Granate! Bam! Hab die Granate hingeworfen. ATST, hm? Ich habe eine Granate hingeworfen, habe ich gesagt. Ich auch. Aber das hat halt, der lacht halt darüber. Oh nein, die schießen auf mich. Er hat mich getötet. Er hat mich eine Granate. Hat er mich erwischt. Partnerstart, ich bin wieder direkt hinter dir. Hallo. Du wirst auch gelb angezeigt bei mir. So wie nach dem Motto, du bist mein Verbündeter. Du bist mein Verbündeter. Oh Mann. Lass dich doch nicht bitte immer töten. Was soll das denn? Dann voll die Schweine. Ja. Schweine, Granate. Ach Mensch, ey. Also Leute, man muss schon wieder, ich muss erstmal wieder ordentlich hier reinkommen, ich merke das schon hier. Ich werde schon wieder nur noch abgeballert. Was aber denn hier Schönes? Da hinten rennt einer total bescheuert. Kriegt mal direkt einen Schuss hier ins Gesicht, oh Junge, was ist los? Boah, ich treffe ja mal wieder übelst, ey. Oh, so. Oh, ich bin ja sowas von schlicht. Oh, herrlich, ey. Bin ja so schlecht. Alter, erstmal klarkommen mit dem Ding, ja. Boah, die schießen ja ey, vom Weltraum aus auf mich, ist ja Wahnsinn. Nein, hochziehen. Weißt du, da läufst du. Oh, meine Waffe zieht doch nach oben wie so ein Seehund. Ah, ich hab auf jeden Fall. Ohne Bazooka! Panzerfaust. Panzerfaust. Boah, meine eigenen Verbündeten schießen auf mich. Ich gehe jetzt wieder. Boah, aber hat leider nicht getroffen. Ja, ich habe einen von 32.000 Kilometern erschossen. Schüttel diese Rakete ab. Komm, jetzt stirb endlich! Mein Gott, ey. Die halten ja so viel aus, die Leute. Die dürfen nicht zulassen, dass die in das Imperium fallen. Oh, jetzt wurde ich gerade weggeballert. Von einem Tour. Bist du auch schon wieder tot? Ja, ich bin mit dem scheiß A-Wing abgeflogen, gut, abgestürzt. Gut, dass wir die ganze Zeit sterben, ne? Aber es ist geil, das Raumschiff, ohne Witz. Gefällt mir echt gut. So, verteidigen Sie. Alter, was die aushalten, ist doch Wahnsinn. Naja. Ich könnte fliegen. Habe ich Bock zu fliegen? Oh, hat einer gerade... Mann. Wird schon wieder von so einem scheiß Turm erschossen. Bin hinter dir, hallo. So, was haben wir denn hier so Schönes? Ah, ist ja grauenhaft hier mit den Jungs. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal in so einen Turm reingehen. Und dann hoffe ich doch mal, dass ich ein bisschen Schaden mache damit. Oh, die sind in unserer Basis, ey. Von hinten abgemurkst. Ist das eine Dreckscheiße? Was, wo war der denn jetzt? Ich bin total verwirrt hier. Okay, mal rein. So, einmal safen.
und dann da hinten drauf. Direkt eingetötet. Und ich wurde auch getötet. Na klar. Das ist sicher. Ja, ja, liebe Freunde, das geht hier gut ab. Man merkt es schon. Und ich wollte doch nur ein bisschen töten. Seid doch mal nicht so. Oh, da ist weiter. Wo? Alles auf der Seite. Ah, ne, Quatsch. Oh, der sieht aber übelst gut aus. Oh. Mein Gott, ey. Ich weiß nicht wieso, aber die treffen aus Tausenden von Kilometern. Also. Ja, wie Zeit hat, ich bessere Ausrüstung habe. Ich komme ja gerade nicht zum Punsch, du. 6 Punch, 7 Punch, 8 Punch, Punch. Oh, der Darth Vader kommt. Na klar. Na, Sia hat natürlich nur mich anvisiert und der wirkt mich gerade. Und Leute, ich wurde gerade gedarft Vadert. Ach, ihr Lieben. Der hat mich gebackt, gewürgt und aus dem Leben gerissen hat er mich. Ist natürlich schon ein netter Kerl, ne? Man darf das ja auch nicht so ernst nehmen, weil er kommt ja an und wirkt dich und hilft dir beim Laufen. Mei, jetzt hat er mich trotzdem noch getötet. Ah doch, ich habe noch einen Kill-Assistent bekommen, er wollte schon sagen. Wo bist du eigentlich? Also du bist auch die ganze Zeit tot, ne? Ja. Ja. So, ich habe jetzt einen Flieger, mein Freund. Ich habe einen Flieger, ich habe einen Flieger. Ja, das Geschütz ist doch hier abgeschossen. Oh. Ich hab'n Flieger, knallrotes Gummiboot. Boah. So, jetzt werde ich mich mal hier um die Jungs kümmern. Boah. Oh, Mann, komm, schieß. Boah. Macht mein Flieger denn? Der ist doch total. Oh Mann, die haben das. Wir müssen auf jeden Fall mehr üben. Ja. Genauso sehe ich das auch. Okay, ich gebe nämlich gerade voll Gas. Weißt du, ich meine voll Gas. Ah, da hat einen zerlegt. Gut. Da, wo sind die denn, die Dreckschweine? Fuck. Ah, das ist die Seile und das ist Gas, ne? Ja. Die haben uns zurückgedrängt. Oh, 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 oh. Komm, ich will wenigstens einen vom Himmel holen, die Leute. Wenn ich doch mal einen Gegner sehe, dann kann ich mich auch mal was machen hier. Ne? Aber bis jetzt sehe ich gerade keinen Luftgegner. Hallo? Alter. Wir gehen gnadenlos unter hier. Wie war nur hier? Noch jemand da? Nein! Und ich gebe wieder Gas. Yo, ich bin wieder voll dabei. Wer ist eingetroffen? Voll die Killer hier. So, ich würde ja gerne mal bremsen und ein bisschen schießen, aber. Boah, der ist so schnell, der Jet. Das ist der Wahnsinn. Aber ich hab ihn getötet, oder? Bin da reingeflogen. Gott sei Dank. Okay, dann geht's wieder in den Bodenkampf. Dann schauen wir mal. Du müsst euch jetzt vorstellen, dass wir gerade ganz neu anfangen mit dem Spiel, ne? Also, ja, ja, das ist absolut Leute, neu. Ja, jetzt das schon ewig spielen. Wir haben jetzt zuerst dieses Dings gemacht. Ich bin ja noch komplett unerfahren. Ja, also es ist auf jeden Fall ganz neu. Die Beta war ganz anders von der Spielsystematik her und von der Steuerung und allgemein bisschen anders. Okay, jetzt habe ich gerade. Oh Gott, Darth Vader hat mich wieder gepackt. Mann, der ist so ein dreckiger Darth Vader, ne? Ich will auch so einen Held haben. Wir haben einen Kontrollpunkt verloren. Und ich finde auch, dass ich komme überhaupt nicht voran hier. Ich weiß nicht, wo man die Bombensprengdinger herkriegt. Oh Mann! Also, es ist schon gar nicht mehr so einfach, wie es mal war. Oh Gott, ich werde schon wieder beschossen aus irgendwelchen Himmelsrichtungen, wo ich gar nicht sehe, wo ich beschossen werde. Oh Gott, sie haben schon den letzten Kontrollpunkt, na klar. Oh, der AT-ST-Ballade. Commander Skywalker ist unterwegs.
Ja, danke Skywalker. Ich probier's mal. Tu es, Skywalker, tu es. Sei einmal ein Mann, Skywalker, und hilf uns. Bin in Position und einsatzbereit. Schlag zurück, ich versuch's ja. Ah, Luke Skywalker hat grad. Oh nein, ein AT-ST. Niederlage, na toll. Wie schnell geht denn das, ey? Was ist denn da los? Ja, wieso denn was so schlecht? Mann, ich hab 5 gekillt, du hast auch 5 gekillt, aber. Du hast Punkte mehr. 100 Punkte mehr. Keine Ahnung. Hast du einen schöneren Kill gemacht, oder? Keine Ahnung. Ja, mega geil. So, jetzt kriege ich erst noch mal kurz meine Punkte. Ich bin auf jeden Fall nur ein Level 3. Rang und 3. Wir, liebe Freunde, machen jetzt erstmal den Part zu Ende. Ui, ist schon wieder soweit. Ja. Wahnsinn. Und ja, wir bleiben auf jeden Fall noch, ich würde sagen, bei jedem machen wir mal so 3 Maps durch und dann machen wir den nächsten. Jo, ja, passen wir heute Zeit. Also jetzt haben wir die Map. Jetzt kommt dann nochmal 2 andere Maps. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn wir ständig geloost haben. Aber naja, gut, dann würde ich sagen, bis demnächst, bis denn und ciao. Ciao.